Und wieder kommt der Zirkus in ihr Ohr. Nach dem freudigen Empfang der römischen Bevölkerung und der freundlichen Begrüßung durch den hiesigen Abwart muss nun, bevor die große Gala-Vorstellung beginnen kann, noch einiges getan werden. Nägel schlagen, Seile spannen, Stangen schleppen, Masten richten. Dies alles bei jedem Wetter, bei Sonne, Schnee und Regen. Steht, muss nun im Innern noch eingerichtet werden, der Vorplatz gewischt und geputzt und sonst noch einiges in Ordnung gebracht werden. Währenddessen sind andere daran, für die vielen hungrigen Mäuler eine Mahlzeit vorzubereiten und den Tisch zu decken. Ein buntes Zirkusdorf entstanden. Zwischen den Wagen herrscht ein munteres Treiben. Einige verbinden alltägliche Alltäglichkeiten mit der täglichen Trainingsarbeit. Während Ant, während andere ihre Nummer noch einmal durchprobieren, um bei der abendlichen Vorführung eine gelungene Darbietung präsentieren zu können. Bevor nun alle farbigen Lichtgirlanden ins Zirkuszentrum strahlen, die Menschen sich an der Kasse drängen, herrscht noch einmal eine konzentrierte Ruhe über dem Zirkusdorf. Zirkus bei Ihnen gastiert. Schauen Sie doch einmal rein. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
selbstverständlich. Aber nur keine Angst, das alles bleibt in den Ersparen. Wir fangen gerade an mit unserer Jubiläumsvorstellung. Du, Mila? Der Papi sagt es nichts! Ja, was? An das, was wir vorher besprochen haben, dass es sagst. Das Publikum, das ist meine Tochter Ludmilla und Ludmilla hat heute Geburtstag! Thank you.
Tochter Ludmilla und der Victor! Thank you.
Thank you.
Thank you.
mitgebracht. Was für ein Koffer? Ja, der muss schon seit 20 Jahren hier daheim stehen. Aha! Hey, ja, danke dir mal. Komm gut heim, Mama, gell? Die Straße, ich lüfte ab! Ja. Ich bin nicht mit dem Rücken. Wir machen jetzt aber weiter und da vorne macht weiter für Sie der Andrei Lugicek und seine Schnurrpyramide. Bitte schön, hoppa! Thank you.
hinterher kommen Sie. Yeah.
Thank you.
Liebes Publikum, aus Anlass von unserer Jubiläumsvorstellung freut es mich ganz besonders, Ihnen jetzt eine ganz spezielle Attraktion dürfen anzeigen. Ludmilla, was gibt es? Also, wir kommen jetzt zu einer ganz speziellen Attraktion. Für das brauchen wir eine kleine Umbauphase. Bitte um einen Moment Geduld. Tropic zum ersten Mal in Mitteleuropa. Das in denen ist der Mr. Tropic. Ich möchte auf Paul Tropic uns noch ein paar Worte sagen. Excuse me, Mr. Tropic, can you tell some words to the public, please, if you want to? Oh, yes. Ratsy. Mr. Tropic, also der Mr. Tropic sagt, es war ihm sehr gut in der Schweiz. Besonders gut, als ich da in Ungarn und Schweizer das sagen wir jetzt mal. Wir warten jetzt also von der Spannung auf den Sensationsstandsprung von Mr. Sensation. Haben Sie und auch wir eine Pause verdient. Wir machen das jetzt 15 Minuten lang. Wenn es dann heisst, Vorhang auf zum zweiten Teil, kommt die Musik draußen wieder mal vor. Ich wünsche Ihnen eine schöne Pause. Bis später. Merci vielmals.
mal hören, was da steht. Unserem lieben Herrn Direktor. Aber da steht noch viel mehr. Was soll das sein? Also unserem lieben Herrn Direktor, da steht da und all seine Pipis bei los. Ja, dann können Sie jetzt nicht machen. Ja. Moment, ja. Schließen Sie für alle, also machen wir das miteinander. Und Mila? Oh! Vater!
ganz bewusst schlecht reinhaben, damit ihr seht, dass in den Zirkus auch geschaffen wird und nicht nur kurz kommt. Wir danken aber den Herren und den Damen für die Technik und auch selber schnell in die Hand. Danke vielmals, merci. Wenn wir jetzt für das Publikum.
erwartet auch wieder Überraschung. Es hat ein riesen Geheimnis gesagt. So! Da! Wie sieht das aus? Oh, die auf der Schuhe! Jetzt den Geburtstagsschuss!
mit den hängenden Zöpfen vom Pipistrello mit Maria Rossa. Thank you.
Und jetzt geht's wirklich weiter. Ja, verehrtes Publikum, jedes Fest hat einmal ein Ende. Wir stellen Ihnen jetzt alles vor, was heute Abend für Sie mit dabei war, damit Sie nicht vergessen, was Sie alles gesehen haben. Also dabei sind Sie ein Stuhl und nochmal zwei Stühle, eine Kiste und nochmal eine Kiste, eine Leiter und nochmal ein Stuhl, Pneu sind dabei gewesen, eine Garrette ist dabei gewesen, Gewicht sind dabei gewesen, ein Zelt ist da gewesen, 20 Lampen sind da gewesen, Sie sind da gewesen, wir sind da gewesen und wir sind gewesen, der Erwin Ablier. Christa, Betty Boxi, Albert! Luz Villa! Voilà! Baba, die Post! Maria Rosa, die Mama! Severin, Häuser Kraftmann! Regina Gina, Marco Duto Bandelli, Marcello, Felicitas di Musica, und Felix der Starke, Anina Eusen-Isberg, Federico Cornetti und Angelina. Thank you.